Wahrscheinlich kommt das im Video gar nicht hundertprozentig rüber, aber das sind Strände hier und ich sage euch, was wir lieben an Australien, einfach mal ein Vergleich. Stellt euch vor, Timmendorfer Strand, meinetwegen auch St. Peter-Ording, August, Ferienzeit, Wochenende und Nationalfeiertag. All das trifft auf heute zu und jetzt guckt mal bitte hinter uns, wie wenig hier am Strand los ist. Und jetzt stellt euch vor, wie man Handtuch an Handtuch in scheiß Timmendorfer Strand oder St. Peter-Ording liegen würde. I love Australia for the beaches. Neuer Morgen und wieder schönes Wetter. Wir kehren Margaret River den Rücken, sind jetzt aber noch zum Abschluss im Margaret River Sculpture Park. Ein einzelner Künstler gestaltet diesen Park sukzessive immer größer mit Holzfiguren und wir schauen uns das Ganze mal an. Das da im Hintergrund ist das Cape Leeuwin Lighthouse. Ja, und das ist nicht irgendein Leuchtturm, sondern das ist der südwestlichste Punkt Australiens. So ist es. Genau. Und hier treffen zwei Ozeane aufeinander. So, welche? Der Indische und der Südozean. In Englisch ist es South Ocean. Wir sind nicht ganz sicher. Das werden wir nochmal googeln und nachtragen. Oh, shame on us.
Um unseren kleinen Fauxpas von vorhin zu beheben, es sind der Indische Ozean und das Südpolarmeer, die hier aufeinandertreffen. Ja, apropos Südpolar, also der Südpol ist von hier nur noch 5.500 Kilometer entfernt und Deutschland ist dagegen 15 oder über 15.000 Kilometer von hier entfernt. Also wir sind dichter am Südpol als an Deutschland. Satte dreimal so dicht, wenn Mathe mich jetzt nicht. Drei Tagen und drei Nächten kann ich schon sagen, dieses Campmobil macht Spaß und ist richtig gut ausgestattet. Aber was fehlt, ist ein Spiegel. Selbst im Bad kein Spiegel, nicht der kleinste Spiegel. Und naja, früh morgens, ob Frau oder Mann, will man irgendwie doch mal kurz ins Spiegel gucken. Ich bräuchte mal einen Spiegel, um mich zu rasieren. Keiner da. Falls jetzt besonders Schlaue unter euch sagen, mein Gott, dann benutzt den Rückspiegel. Wir haben keinen Rückspiegel, wir haben eine Rückfahrkamera da, wo eigentlich der Rückspiegel ist. Auch das ist keine Option. Und so eiern wir in den letzten Tagen von Supermarkt zu Supermarkt. Nicht ein kleiner Spiegel, nicht mal so ein kleiner Kosmetikspiegel, nichts zu finden. Mal sehen, wie wir das jetzt lösen in den nächsten fast noch 4 Wochen. Ja, so lässt es sich aushalten, weil doch über 30 Grad mittlerweile, ein schattiges Plätzchen bei Cheesecake und Eiskaffee. So lässt es sich leben. Diese Stühle sind übrigens sehr bequem, aber wie ihr hier sehen könnt, man sitzt wahnsinnig tief da drin und guckt kaum über die Tischlehne. Also ich bin immer noch 1,85 und Steffi 1,65, wirkt vielleicht anders. Der Hintergrund hat sich verändert. Nach 2 Nächten zwischen Olivenhainen sind wir weitergezogen, sind jetzt auf dem Nanoop Campground, nur für eine Nacht. Vielleicht auch ganz gut, weil kostet 23 Euro umgerechnet, also fast doppelt so viel wie der wunderschöne Platz zwischen den Olivenbäumen. Hier ist es jetzt nicht ganz so toll, dafür haben wir aber hier Strom, Wasser, wenn wir wollen, Duschen und so weiter. Und ja, muss auch mal sein. Und immerhin sitzen wir unter einem Nektarinenbaum. Ja, immerhin. Also ganz idyllisch am Fluss gelegen, wie wir euch gleich noch beim kleinen Spaziergang zeigen werden, ist das hier auch. Aber erinnert euch an den Olivenhain Campingplatz. Spätestens bei der Drohnenaufnahme hat man gesehen, wie viel Platz man hatte, bis der nächste kommt. Und jetzt seht ihr, da steht unser Auto, diese kleine dünne Baumreihe dazwischen. Und theoretisch steht da schon der nächste. Also das ist jetzt irgendwie wieder Tür an Tür. Und das war halt auf dem anderen Campingplatz schon drastisch cooler. Ja Leute, glaubt es oder glaubt es nicht, ich stehe jetzt hier vor dem Computer mit FaceTime, da kann ich mich wenigstens mal sehen und werde mich jetzt vor dem Computer sozusagen rasieren. Ja, immer noch Leute, die den Klimawandel leugnen. An diesem Baum und an der Brücke sind auch noch 3, sind insgesamt 17
Höchststände von Hochwasser verzeichnet. Und von diesen 17 sind 14 aus den letzten 20 Jahren. Wer kann da bitte noch sagen, Klimawandel gibt's nicht? Wie Kai vorhin bei der Campingplatzkritik schon gesagt hat, die Umgebung hier beim Campingplatz direkt, die ist wirklich richtig nett. Was wir alles an Tieren bei diesem kleinen Spaziergang direkt hinter dem Campingplatz gesehen haben, wow.